sehr verehrte Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, ich darf alle ganz herzlich begrüßen zum dritten Treffen unserer Veranstaltungsreihe Geschichte als Leidenschaft, Brigitte Mazzoli im wissenschaftlichen Gespräch mit Kolleginnen. Heute zu einem Thema, das Brigitte Mazzoli eigentlich seit ihrer Studierendenzeit beschäftigt, bis herauf, bis zu jüngsten Publikationen, nämlich das Thema, die Fragestellung von der Betroffenheit zur Wissenschaft, historische Frauenforschung, Gender Studies. Wenn ich sage, Brigitte Mazzoli ist seit ihrer Studienzeit mit dieser Thematik befasst, so zumindest schon in den ersten Studienjahren, weil nämlich da 1969 die erste Professorin für Geschichte in Österreich ernannt wurde, Erika Weinzierl, nicht an der traditionellen Universität in Wien, sondern an der Neugründung in Salzburg und auch nicht in einem traditionsreichen Fach, sondern in der relativ neuen Widmung Zeitgeschichte. Brigitte Mazzoli hat sich dann relativ schnell nach Beendigung ihrer Studien und ihrer Projektarbeiten mit Frauenthemen befasst. Zunächst, wie alle, die hier eingestiegen sind in diese Thematik, interdisziplinär in Zusammenarbeit mit anderen jungen Wissenschaftlerinnen, die alle sehr peripher an der Universität beschäftigt waren, mit gemeinsamen Vorlesungen. 1986 gab es die erste Ringvorlesung, 1987 die erste facheinschlägige Publikation. Und 1989 begann dann schon das erste FWF-Projekt über bürgerliche Frauenkultur zusammen eben mit Literaturwissenschaftlerinnen und mit Kunsthistorikerinnen. 1990 war sie beteiligt an der Gründung der Zeitschrift LOM, Zeitschrift für feministische Geschichtswissenschaft. Und sie arbeitete in dieser Zeit auch sehr intensiv mit an neuen inneruniversitären Einrichtungen, die sich die Frauenförderung, die Wissenschaftlerinnenförderung auf die Fahnen geheftet haben. Da war zum einen die Senatsarbeitsgruppe an der Salzburger Universität für Frauenforschung, Frauenförderung und Frauenstudien und der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen. Das war einerseits mühsame Aufbauarbeit, auch einiges an Durchsetzungsarbeit. Andererseits waren das aber ideale Plattformen, wo man junge Wissenschaftlerinnen anderer Disziplinen kennenlernte. Und damit eben mit unterschiedlichen Disziplinen zusammenarbeiten konnte, zunächst nur auf diesem administrativen Bereich, auf diesem organisationellen Bereich und dann, darauf komme ich gleich, auch im fachwissenschaftlichen Bereich. Wenn ich diese beiden Arbeitsgruppen erwähnt habe, dezidiert, dann auch deswegen, weil inzwischen auch Ingrid Benewitz an der Universität Salzburg in der feministischen Forschung und auch in diesem Engagement aktiv geworden war und gerade diese Arbeitsgruppen natürlich ein idealer Treffpunkt waren, auch für die beiden, wo sie sahen, dass sie gemeinsam weiterarbeiten konnten. Und diese gemeinsame Weiterarbeit kam dann, als an der Universität Salzburg Anfang der 90er Jahre, man höre und staune, die Aufforderung kam, man solle universitäre Schwerpunkte bilden. Also die Schwerpunktsbildung ist kein neues Thema, das war damals auch schon Thema, ich weiß nicht, ob zum ersten Mal, aber auf jeden Fall damals auch schon. Es ging also darum, universitäre Schwerpunkte zu bilden und gleichzeitig wurde lanciert, dass der FWF künftig nur mehr oder vor allem Großprojekte fördern werde. Und das war natürlich aufgelegt für diese Wissenschaftlerinnen, die sich eh schon kannten, die schon zusammenarbeiteten in diversen Arbeitsfeldern, dass sie sagten, okay, da schauen wir jetzt, dass wir einen universitären Forschungsschwerpunkt entwickeln, wie es sich für die Frauenforschung gehört, interdisziplinär in der Zusammenarbeit über die verschiedensten Fächer hinweg. Und das Ganze ist dann auch, hat Gestalt angenommen, unter der Leitung eben von Brigitte Mazzoli und Ingrid Benewitz. Und es wurde ein Konzept ausgearbeitet, ein großer Antrag zum Thema Geschlechterbeziehungen im Rahmen herrschender Normen. In bester damaliger Tradition hat man natürlich das Herr in Kursiv geschrieben, um die Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern auszudrücken und gleichzeitig die Definitionsmacht der Männer im Bereich der Normen und Gesetze hier schon optisch zum Ausdruck zu bringen. Das war ein Forschungsprojekt, Verbund, wo Theologinnen, Soziologinnen, Literaturwissenschaftlerinnen, Geschichtswissenschaftlerinnen bis zu den Juristinnen zusammengearbeitet haben und diesen Projektantrag gestaltet haben. Es war dann erforderlich, dass der international gegutachtet wird. Er wurde beide Male positiv gegutachtet.
Allerdings hieß es dann, der FEF hätte jetzt seine Projektstrategie wieder geändert und würde doch wieder eher kleinere Projekte fördern, weil offensichtlich für die Großprojekte das Geld nicht da war. Es war ja immer so ein Rabaukspiel, ist jetzt Geld da in diesem Budget ja oder nicht. Und irgendwo verlief die Schwerpunktbildung, wie wir alle wissen, auch im Sande, weil sonst wären wir jetzt nicht wieder damit befasst, mit dieser Schwerpunktbildung. Das heißt, dieses tolle Projekt und auch sehr positiv gegutachtete Projekt ist dann eher in Einzelprojekten weiterverfolgt worden. Brigitte Mazzol hat dann bereits seit 1993 die Professur in Innsbruck inne gehabt und hat hier in dem Bereich weitergearbeitet. Ingrid Benewitz hat 1995 den Ruf nach Bamberg erhalten und hat auch dort in diesem Kontext dann in der feministischen Forschung weitergearbeitet. Wenn ich sage, Ingrid Benewitz hat den Ruf nach Bamberg erhalten, so kommt das natürlich nicht von ungefähr, sondern das sind Jahre bis Jahrzehnte harter Arbeit davor, und das möchte ich jetzt noch kurz skizzieren. Ingrid Benewitz hat an der Universität Salzburg und an der damaligen Hochschule Mozarteum sowie an der Universität Münster Germanistik, Musikwissenschaft, Philosophie, klassische Gitarre und Renaissance-Laute studiert und hat sich auch damals schon mit historischer Aufführungspraxis befasst. 1983 hat sie diese Studien in Münster mit dem Magisteratium im Hauptfach Musikwissenschaft abgeschlossen. 1984 wurde sie an der Universität Salzburg im Fach Germanistik promoviert. Und sie hat dann in diversen Projektzusammenhängen gearbeitet, vor allem das große Neidhardt-Projekt war hier ein ganz wichtiges Thema, das Thema zahlreiche Publikationen hervorgingen. Sie hat Lehraufträge gehabt, sie hat Vertretungen inne gehabt, also diese klassische kombinierte Karriere mit jeweils zeitlich befristeten Verträgen, mit sehr viel Aufwand, dass man sich hier sozusagen den Lebensunterhalt fristet und trotzdem mit Lust und sehr viel Begeisterung wissenschaftlich arbeitet. 1993 hat sich Ingrid Benewitz an der Universität Salzburg habilitiert und hat die Venia für deutsche Literatur und Sprache des Mittelalters und der frühen Neuzeit erhalten. Sie war dann Assistenzprofessorin an der Universität Salzburg, allerdings nur sehr kurz, weil sie hatte sehr schnell eine Vertretungsprofessur in Chemnitz und eben ab 1995 oder seit 1995 ist sie in Bamberg, ist das noch C4 oder ist es inzwischen W3, also ist bei C4 geblieben, also hat den Lehrstuhl für deutsche Philologie des Mittelalters. Ihre erste einschlägige Publikation ist die Herausgabe der Frauenbuch, Versuche einer feministischen Medievistik, 1989. Und es folgten zahlreiche Publikationen zu Frauenfiguren und Geschlechterverhältnissen in der Literatur des Mittelalters, immer auf dem neuesten Stand der Theoriediskussion, zu Themen auch, die wir in den Geschichtswissenschaften dem Material Turn zuordnen würden oder der Sound History inzwischen auch, sowie aber abgesehen davon auch immer wieder zu Fragen von Edition und von Mittelalterrezeption. Damit Sie ein bisschen einen Eindruck bekommen über die Breite jetzt im Bereich der feministischen Literaturwissenschaft, nur 5 Titel. Medievistische Germanistik und feministische Literaturwissenschaft 1993, Komplizinnen und Opfer der Macht, die Rollen der Töchter im Roman der frühen Neuzeit 1994, zur Konstruktion von Körper und Geschlecht in der Literatur des Mittelalters 2002, von Falkenträumen und Rabenmüttern, nibelungische Mutter-Kind-Beziehungen 2009 und 2012, ein weiteres Beispiel, wenig erwählt, Frauenfiguren des Mittelalters bei Thomas Mann. Sie ist Herausgeberin der Bamberger Studien des Mittelalters, ist im Leitungsgremium verschiedener universitätsinterner Einrichtungen und diverser internationaler fachwissenschaftlichen Gesellschaften. Und noch etwas sehr Faszinierendes, die Universität Bamberg hat ihren Schwerpunkt eigentlich in der Lehrerinnenbildung. Es sind rundherum große, potente Universitäten, Würzburg, Erlangen, Bayreuth, die Münchner sowieso. Lehrerinnenbildung, aber Bamberg hat auch einen Schwerpunkt in der Mittelalterforschung, nämlich das Bamberger Zentrum für Mittelalterforschung, das 1998 aufgebaut wurde und 2002 die höheren Weihen erhalten hat, sprich es hat die ministerielle Anerkennung als zentrale Einrichtung der Universität bekommen. Und hier arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem Bereich der Arabistik, der Mittelalterarchäologie, der Geschichte des Mittelalters und der germanistischen Medievistik zusammen.
Und Ingrid Benewitz ist im Leitungsgremium dieses Zentrums. Das wirkt in der Forschung, generell mit Forschungsvorhaben, dann natürlich mit der Organisation von Workshops, von Tagungen. In der Lehre gibt es einen Bachelor und einen Master, interdisziplinäre Mittelalterstudien. Es gibt Ringverlesungen, Weiterbildungsangebot ist auch vorhanden. Und was es noch gibt in diesem Zusammenhang, ist die Graduiertenschule für Mittelalterstudien, deren Sprecherin Ingrid Benewitz ist. Und das ist auch sehr präsent, weil da wird sie nämlich am kommenden Donnerstag die Tagung für Nachwuchswissenschaftlerinnen eröffnen zum Thema Blockbuster Mittelalter, filmische Rezeption von Stoffen aus dem Mittelalter. Soweit kurz zur Charakteristik der beiden Protagonistinnen hier, und ich denke, wir gehen jetzt über zum wissenschaftlichen Gespräch, zum Gespräch zwischen wissenschaftlichen Kolleginnen. Danke, aber das Wort ist an dir. Ja, vielen herzlichen Dank. Bei so großartigen Vorstellungen merkt man ganz einfach, dass man alt geworden ist. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann. Also vielen herzlichen Dank. Sie haben vielleicht auch gemerkt, dass Brigitte Mazzol und ich immer wieder zwischendurch etwas verständnisinnig gelächelt haben. Gerade wenn wir an die Anfänge unserer Tätigkeit in Salzburg zurückdenken. Ich habe erst vor einer Woche meine jüngeren Kolleginnen, die mittlerweile in Bamberg Frauenbeauftragte sind, fürchterlich frustriert mit der Anmerkung, dass ich Frauenbeauftragte noch dazu aus dem Mittelbau gewesen sei, als es darum ging, dass Frauenbeauftragte überhaupt nur Zutritt zu Gremien bekommen, geschweige denn ein Stimmrecht haben, und dass das doch eine etwas andere Herausforderung gewesen sei. Also Sie merken daran, wie die Zeit vergangen ist, und vieles hat sich ja auch sozusagen zum Positiven gewendet, was uns, glaube ich, beide sehr freut. Und wenn Sie erlauben, würde ich ganz gerne mit so einer Einstiegsfrage jetzt auch das Gespräch beginnen, nämlich in Erinnerung an unser gemeinsames Engagement auf Frauen- und Hochschulpolitischer Ebene, nämlich die Frage an dich, Brigitte, wie sich die Situation von Frauen an den österreichischen Universitäten und hier natürlich auch speziell in den geisteswissenschaftlichen Disziplinen aus deiner Perspektive verändert hat, ob wir davon ausgehen dürfen, dass sich dieses Engagement auch gelohnt hat, ob sich die Bedingungen für jüngere Kolleginnen gebessert haben und dass es eine positive Veränderung gegeben hat gegenüber der Situation, auf die wir getroffen sind und die Margit Friedrich ja wunderbar jetzt gerade geschildert hat mit dem Rückbezug auf die ja auch antragstechnischen Events, denen wir uns damals gestellt haben. Sie merken schon den Unterton, auch meine gewisse Sorge gilt immer auch der Stabilität des Erreichten, also die Frage, können wir und dürfen wir davon ausgehen, dass diese Dinge mittlerweile so selbstverständlich geworden sind, dass man sie eigentlich auch nicht mehr weiter mit größerem Nachdruck betreiben müsste, und dass es quasi, um es mal so zu sagen, dass die Gender Mainstreaming eine Art von Selbstläufer geworden ist. Und du fragst, ob ich diese Sorge teile. Zum Beispiel. Ja, zum Teil bin ich überrascht manchmal, wie wenig Bewusstsein für die Notwendigkeit weiterzukämpfen bei manchen jüngeren Studierenden gegeben ist, und zwar bei Frauen und Männern. Ich habe da zum Beispiel eine Lehrveranstaltung in Erinnerung, die wir gemeinsam mit TheologInnen gehalten haben, Weibsbilder, Mannsbilder. Wir suchen unsere Identität als Mann und Frau. Und da waren die durchwegs der Meinung, das sei ein vollkommen altmodisches Thema. Es gibt eigentlich so ein Thema gar nicht mehr. Auch die Geschlechterrollen, das ist ja längst schon überholt, und wenn, dann passt es ohnehin. Und die politische Brisanz dieser Frage war ihnen irgendwo nicht nachvollziehbar. Also das war für mich eine ernüchternde Erfahrung. Und eine zweite vielleicht ernüchternde Erfahrung: es ist nicht ganz einfach, in einer Grundlagenvorlesung über österreichische Geschichte
immer wieder genderspezifische Aspekte reinzubringen, habe ich aber regelmäßig versucht. Und es ist gelegentlich auch auf ein mitleidiges Lächeln gestoßen, würde ich einmal sagen. Aber das ist nur ein Teil der Geschichte. Der andere Teil ist, dass ich sehr zuversichtlich bin und mir denke, es kommen immer wieder engagierte Kolleginnen nach, vor allem im wissenschaftlichen Bereich und organisatorisch sowieso, also was alles erreicht worden ist. Ich habe das dann Revue passieren lassen. Genderbeauftragte, du hast sehr richtig gesagt, also die Frage war, dürfen wir überhaupt dort mitreden, und das ist ja heute geradezu umgekehrt, ja, die Genderbeauftragte, was sagt denn die dazu, ja? Also das ist manchmal richtig rührend zu merken, die Mentoringprogramme, die Frauenförderprogramme, dann sitzen hier zwei Damen, wo ich einfach sagen muss, welche Funktion die hatten. Brigitte Scher-Schätzler war die erste Dekanin hier an der Universität Innsbruck und ist dafür viel zu wenig gewürdigt worden, finde ich. Und Claudia von Werlhoff war die erste Professorin hier in Innsbruck, auch mit einem ganz klaren Auftrag, Frauenforschung zu betreiben. Also das sind doch alles Dinge, die nicht so selbstverständlich gewesen sind. Die Frauenförderprogramme beim FWF, also es gibt Habilitationsförderprogramme, es gibt Doktorandinnenförderprogramme, und ja, dass da viel vergessen wurde, ist, glaube ich, ganz normal. Also ich selber habe vor kurzem erst erlebt, als wir die Zielvereinbarungen für die Akademie der Wissenschaften im Ministerium durchgeführt haben, da saß mir gegenüber eine jüngere Dame, aber auch nicht mehr eine ganz junge Dame, die also vehement Geschlechtergerechtigkeit eingefordert hat, mir gegenüber. Und ich habe dann ein bisschen erzählt, was wir eigentlich vor Jahren damals und so weiter, ohne dass ich jetzt als die verzopfte Tante daherkommen wollte, die also sagt, früher ist alles besser gewesen. Aber es wird einfach vergessen, was die jeweils frühere Generation an Pionierleistungen erbracht hat. Deswegen ist mir immer wichtig, darauf zu erinnern, wir sind nicht die Ersten, wir sind also in dieser zweiten Frauenbewegung die zweite Generation gewesen, würde ich sagen. Aber es hat immerhin eine erste Frauenbewegung gegeben. Und für mich selber war das also ein Aha-Erlebnis zu sehen. Die haben ja vor 100 Jahren schon diese Dinge gefordert und jetzt sind wir immer noch nicht weiter. Also, und es ist irgendwo einfach, wahrscheinlich hat das mit dem kommunikativen Gedächtnis zu tun, wenn man nicht miteinander verwandt ist und quasi im Familienverbund weitergeben kann, dann bricht einfach die Erinnerung manchmal ab. Die Lage, wie ist sie? 53% Studierende weiblich in Innsbruck, 38% weibliche Kolleginnen im Mittelbau, 18% in der Professorenkurie. Und nun klingt es mehr, als es wahrscheinlich ist, denn wenn du dich erinnerst, unsere Kollegin Sigrid Schmidt hatte anlässlich unserer Ringvorlesung, und da gab es diese von mir schon einmal erwähnte Podiumsdiskussion Alma Mater ohne Töchter, und da hatte sie ausgerechnet, dass Parität bei den Professorenstellen erst im Jahr 2432 erreicht wurde, vorausgesetzt es bleibt die Wachstumsrate gleich. Ja? Und jetzt hat man plötzlich 18%, weil damals waren es 2%, und relativ lange 2% Frauen unter den Professoren. Und ja, von Parität sind wir nach wie vor weit entfernt. Inzwischen gibt es einfach die Kategorie nicht mehr, das finde ich interessant. Also die ordentlichen Professoren können gar nicht mehr Parität erreichen, weil es keine mehr gibt. Daher ist also relativ schnell einfach der Prozentsatz auch dadurch angestiegen, dass die Professorenschaft eine andere geworden ist. Was ich persönlich ganz entscheidend finde, das war etwas, wofür ich immer viel Häme eingesteckt habe, der Gedanke von Betriebskindergärten oder dass es eben auch Kindergärten an der Universität geben soll. Was bin ich dafür geprügelt worden, als ich das gefordert hatte, damals noch als junge Mutter. Und das ist inzwischen so selbstverständlich. Und dass also Kindererziehung auch eine Sache von jungen Männern ist, muss man, glaube ich, auch nicht mehr viel durchargumentieren. Also da hat sich auch, denke ich, sehr viel geändert. Eine negative Folge der Quotenregelung zum Beispiel ist, das ist nämlich, hatten wir nicht vorhergesehen, dass jetzt die wenigen Frauen, die da sitzen, in alle Gremien gehen müssen, weil sie die Quote erfüllen müssen. Das heißt, es ist eine Art indirekte Diskriminierung jetzt für Frauen, weil sie in viel mehr Kommissionen und Gremien sitzen als Männer. Und das hätte ich mir zum Beispiel nie erwartet, dass also quasi von hinten der Schuss dann auf einmal losgeht. Und wissenschaftlich, darauf kommen wir dann eh noch zu sprechen, ist, denke ich, ein großer Schritt nach vorn.
durch die Kraft von vielen, vielen auch nachrückenden Frauen erreicht worden, dass sowas wie Gender Studies salonfähig geworden ist, in der Theoriedebatte sowieso. Wir haben in Innsbruck eine Plattform für Genderforschung und sind dort die verschiedensten Bereiche, also von Körpergesundheit bis zur Arbeit, Erwerbsarbeit und auch Subjekt-Objekt-Beziehungen und theoretische Diskussionen. Also es wird hier sehr viel gemacht und es gibt Weiterentwicklungen von den Themen, die wir ursprünglich auch behandelt haben. Es hat sich einfach sehr viel differenziert. Wir sind von den großen Frauen bald einmal weggekommen, das sind sogar wir noch von denen weggekommen, zu allgemeinen Fragen. Und so gesehen bin ich wissenschaftlich eigentlich guten Mutes, dass da doch sehr viel auch weitergehen wird. Und wenn man an die ganzen Auseinandersetzungen um die gegenderte Sprache denkt, dann ist es doch ein Zeichen dafür, dass zumindest das Bewusstsein, dass etwas zu verändern notwendig ist, dass das jedenfalls gegeben ist. Also unser Rektor oder unsere Führungspersonen würden es nicht an der Universität sich erlauben, nicht Männer und Frauen anzusprechen. Ja. Was bleibt, ist, dass in den Führungspositionen nach wie vor wenige Frauen sitzen. Und warum das so ist, würde ich mir gern von dir erklären lassen. Ich habe darauf keine schlüssige Antwort gefunden. Die gläserne Decke ist nach wie vor vielleicht ein bisschen durchlässiger an einzelnen Hochstellen, aber an und für sich ist das immer noch ein Wunderpunkt. Ja, also vielen Dank. Ich würde einfach vielleicht ein paar Punkte aufgreifen noch. Also das eine ist natürlich zum Beispiel zu sagen, wir haben etwa in der Bundesrepublik eine andere Situation. Wir haben nach wie vor die unterschiedlichen Kategorien von Professuren und da ist schon ganz deutlich, dass es im Bereich der Lehrstühle nach wie vor relativ wenig Frauen gibt. Dagegen wiederum relativ viele Frauen im Bereich der sogenannten Lehrprofessuren, also mit EH bitte, die eine sehr hohe Lehrverpflichtung haben, also in Relation, nämlich 14 Stunden. Ja. Also wenn Sie das einem amerikanischen Kollegen erzählen, der bricht nieder, ja, weil sowas wäre undenkbar. Aber das ist sozusagen einer der Unterschiede. Das andere, ein anderer Unterschied ist, dass die Anerkennung also für die genderorientierten Wissenschaften deutlich geringer ist, als sie das in Österreich ist. Also das können sich sozusagen die Österreicher durchaus auf ihre Fahnen heften, dass hier, also etwa auch so wie in Innsbruck, relativ früh solche Professuren und Lehrstühle eingerichtet wurden. Das alles ist irgendwo nach wie vor mit einem gewissen Makel behaftet in Deutschland und ich will lieber nicht sagen, also die Konsequenzen, die daraus erwachsen sind, dass ich so die ersten 2, 3 Bände in meiner eigenen Disziplin in diesem Bereich veröffentlicht habe, die sind also schon eigentlich so in dieser Form nicht vorhersehbar und jedenfalls nicht karriereförderlich gewesen, um es einmal sehr freundlich zu formulieren. Ja. Auf der anderen Seite würde ich auch zustimmen, es gibt mittlerweile etwa bei uns die Forderung der sogenannten familienfreundlichen Universität und ohne dieses Zertifikat traut sich heute eigentlich kaum noch irgendeine Universität eine Ausschreibung zu machen. Also etwa diese Forderung nach Kindergärten, Jobunterstützung bei der Partnersuche und so weiter. Also Sachen, von denen wir uns gar nicht hätten träumen lassen, dass sie vielleicht nicht mal nur als Utopie, sondern wirklich als Realität vorhanden sind. Ja. Aber wie gesagt, es ist nach wie vor so, dass man sagen kann, diese gläserne Decke wird nach oben hin doch relativ undurchlässig, also etwa auch in den Führungspersönlichkeiten. Ich selber war relativ früh dann Vizepräsidentin bei meiner Universität und wir haben irgendwo immer noch den Versuch einer Genderquote, vor allem bei den Vizepräsidenten, aber das ist nicht die Regel. Und die Präsidenten etwa und natürlich auch die Kanzler sind in der Regel nach wie vor männlich besetzt. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, dann würde ich vielleicht von der Hochschulfrauenpolitik zur wissenschaftlichen Situation wechseln. Und einmal danach fragen, also Sie sollten vielleicht jetzt auch als Basis dieses Gesprächs wissen,
dass wir sozusagen von unterschiedlichen Zeitebenen herkommen. Also ich sozusagen aus dem Mittelalter und der beginnenden frühen Neuzeit und Frau Mazzol dann auf der frühen Neuzeit nach oben, worum ich sie immer beneidet habe, weil sie den Vorteil hat, dass sie sehr viele Quellen, ich sage jetzt mal auch außerhalb natürlich der Eliten, der adeligen Eliten zur Verfügung hatte, die wir nicht so haben, aber da kannst du dann auch gleich widersprechen. Aber es ist natürlich, es macht einfach einen Unterschied. Also ich komme sozusagen von unten nach oben, wenn ich das so formulieren darf. Und wir treffen uns dann irgendwo da in der Mitte. Also ein Punkt, der gerade in der Medievistik, also in der Mittelalterdisziplin eine ganz große Rolle gespielt hat, war die Frage nach den Konzeptionen von, also Sex im Sinne von Körper und Gender von sozialem Geschlecht. Also zwei Kategorien, von denen ich auch denke, dass sie bis zum heutigen Tag nicht obsolet geworden sind. Dennoch haben die Überlegungen von Judith Butler auch innerhalb der einzelnen Disziplinen zu massivem Gender Trouble geführt. Nämlich insbesondere im Hinblick darauf, dass die Frage der Definition von Körper als einer fest umrissenen, einer klar definierten Größe in Frage gestellt worden ist. Und da gab es ja auch in der Frühneuzeitwissenschaft eine durchaus heftige Diskussion, etwa mit Barbara Duden, also einer der berühmten Vertreterinnen der Körpergeschichte in der deutschen Geschichtswissenschaft. In der medievistischen Disziplin gab es dann noch einmal eine relativ intensive Diskussion um die Thesen von Thomas Lacœur. Lacœur hat die Vorstellung vertreten, dass im Mittelalter sozusagen es ein One-Sex-Model gäbe, dass es also eigentlich nur die Vorstellung von einem Körperkonzept gäbe, das dann sozusagen fluktuierend männlich oder weiblich besetzt sei. Klammer auf, so eine kleine Erinnerung, Sie kennen vielleicht die Säftelehre von Hildegard von Bingen, das wäre so ein Modell von dem, was sich Lacœur da zugrunde gelegt hat. Wenn man Lacœur folgen würde und dann noch die Arbeiten von Claudia Honegger hinzunimmt aus der neueren Geschichte, dann gäbe es sozusagen einen distinktiven Bruch zwischen Mittelalter und Neuzeit, nämlich insofern, als quasi das Mittelalter eben nur ein Körpermodell hätte, während umgekehrt sozusagen nach Claudia Honegger die Neuzeit quasi das soziale Geschlecht, die soziale Identität von Weiblichkeit wiederum aus dem Körperkonzept, einem sehr distinkten Körperkonzept, das sich also völlig unterscheidet zwischen Männern und Frauen, bezogen hätte. Wie würdest du das sozusagen sehen? Ja, also ich halte diese Unterscheidung zwischen Sex und Gender nach wie vor als heuristisches Instrument für unverzichtbar für die Geschichtswissenschaft. Und wir selber, gut, man kann sagen, das ist lange her, wir selber haben in unserem großen Schwerpunkt Antrag Geschlechterbeziehungen im Rahmen herrschender Normen im Grunde das als eine der entscheidenden Grundannahmen in dieser Form auch gehandhabt. Und die Brauchbarkeit dieses Ansatzes, finde ich, zeigt sich an den verschiedenen Weiterentwicklungen von diesen Fragen, wie zum Beispiel Gender-Rechtskulturen, für die Ellie Forster hier als eine der Paradefrauen steht, oder auch Margret Friedrich, also dass man in der Rechtskultur nur mit dieser Kategorie überhaupt arbeiten kann, weil das ist ein scheinbar neutrales Recht, das aber sehr wohl, wenn man es dann genauer differenziert, für Männer und für Frauen letztlich andere Relevanz hat. Oder auch die Dinge, die ich vorher erwähnt habe, Arbeit oder Körper ist nochmal ein eigener Fall. Also es hat diese Kategorie Gender, denke ich, für historisches Arbeiten nach wie vor Gewicht. Und letzten Endes ist auch, das ist etwas, was wir uns eigentlich auch auf die Fahnen heften können, das, was sich jetzt so als Men's Studies entwickelt hat, geht letzten Endes auch darauf zurück, dass wir diesen paradigmatischen Unterscheidungsweg vorgezeichnet haben. Und das ist also sicherlich eine positive Entwicklung, dass es vor allem in der Pädagogik und in der Psychologie also diese Form von männerorientierter Genderforschung gibt. Natürlich ist diese Herausforderung von Judith Butler auch an den Geschichtswissenschaften nicht vorbeigegangen,
wobei ich immer noch denke, dass es vor allem die Theoriedebatten befruchtet hat, weniger die konkrete historische, empirische Forschung. Auch denke ich bei aller Wertschätzung, dass also diejenigen, die schon vorher ihren Foucault gelesen hatten oder ihre Julia Kristeva gelesen hatten oder Lacan, um noch ein paar Säulenheilige mehr zu nennen, also es gäbe hier noch einige andere aufzuzählen, dass für die das, was Butler sagt, eigentlich eine konsequente Weiterentwicklung oder ein konsequentes Weiterdenken dessen ist, was man von ihnen ohnehin schon empfangen hat, nämlich dass also sowohl die Wissenschaftspraxis als auch die Alltagspraxis vor allem diskursive Prozesse sind. Ja, also ob ich dann jetzt nur genderdiskursiv konstruiere oder ob ich auch sexdiskursiv konstruiere, ist eigentlich nur noch ein kleiner Schritt. Und ich halte sie deswegen für sehr originell, weil sie das so pointiert auf den Punkt gebracht hat und es mittlerweile sogar schon eine Einführung in das Denken von Judith Butler gibt. Also das ist ja doch wirklich erstaunlich. Bubi ist im Übrigen eine sehr gute Einführung, finde ich also absolut lesenswert. Und warum Barbara Duden so heftig dagegen opponiert hat, erkläre ich mir daraus, dass das einfach ihr Feld war, ihr Körper als Medizinhistorikerin und letztlich für die feministische Wissenschaft war sie schon eine der ersten, die das Thema Körper entdeckt hatte. Ja. Und nun kommt plötzlich eine nächste Generation daher und macht es zunichte in dem Sinne, dass es ohnehin alles nur konstruiert sei. Und ja, und was Lacœur betrifft, so kann ich mich ganz schwer damit anfreunden, dass die Polarität zwischen diesen beiden Geschlechtern erst im 18. Jahrhundert entstanden sein soll. Denn also gerade frühneuzeitliche Drucke zeigen schon sehr dezidiert diese Unterscheidung zwischen Männern und Frauen, auch schon zwischen männlichen und weiblichen Geschlechterrollen. Und vor allem ist etwas bei Lacœur auszusetzen, was du selber ja in deinem Beitrag ausgesetzt hast, ja, dieses scheinbar ein Geschlecht, das klingt so schön, aber in Wirklichkeit sind die Frauen natürlich das unvollkommene Geschlecht, also einfach nicht ganz fertig geworden, so ungefähr. Also da steckt dahinter die Vorstellung von einem überlegenen männlichen Geschlecht und einem in Nutze ebenfalls so angelegten, aber halt nicht so ganz gewordenen. Und diese Schiene ist ja dann wirklich konsequent weitergedacht worden, wenn man eben an Möbius denkt zum Beispiel und an den physiologischen Schwachsinn des Weibes. Also hier habe ich meine Schwierigkeiten damit. Und ich denke, dass deswegen die feministische Szene durcheinander gerüttelt wurde, weil hier nun plötzlich etwas, wofür man gekämpft hat, fragmentiert wurde. Und das ist vorher vor allem passiert durch die Differenzfeministinnen, wie ich das beobachtet habe, vor allem italienischer Provenienz. Ich denke an Camille Paglia, die ja also massiv gewettert hat gegen diese Gleichmacherei. Und ja, Claudia von Wernhoff ist selber da und wird ihre Position dann anschließend vertreten. Also da kam auch sehr viel gegen verschiedene Formen von Feminismen. Im Übrigen sehr erfreulich, wir reden ja jetzt nur noch von Feminismen im Plural. Gibt ja nicht mehr den Feminismus, das hat sich also auch hier sehr stark erweitert. Ja, also das ist mein Problem mit Lacœur und ich sehe auch nicht, dass außerhalb der Theoriedebatte das wirklich von Relevanz gewesen ist für die empirische, historische Arbeit. Was die Theoriedebatte betrifft, glaube ich, dass für uns der Begriff der Performance und die Performativität das eigentlich Entscheidendere war und dazu hat man die Butler nicht unbedingt gebraucht, das ist direkt von Austin auch hergekommen und auf die Art und Weise in die Geschichtswissenschaft eingeflossen. Und wir hatten hier eine Neuzeithistorikerin, Harriet Rudolph, die das sehr stark hier betrieben hat, also diesen performativen Ansatz mit sehr viel Erfolg und auch mit sehr viel Dissemination, wie man das neudeutsch nennt. Ihre Habilitationsschrift war zum Beispiel das Reich als Ereignis. Ja? Und es ist eher in diese kulturwissenschaftlichen, also den Cultural Turn betreffend, eingeflossen, zu schauen, wie wird eigentlich durch performative Akte jeweils geschichtliche Realität unter Anführungszeichen erzeugt. Also ich halte das für fast wichtiger für die allgemeine Geschichte als jetzt der Einfluss von Judith Butler oder Thomas Lacœur. Und was Claudia Honecker betrifft,
So habe ich mir, nachdem ich deine Frage gelesen hatte, überlegt, als sie ihr wichtiges Werk, das für mich auch sehr wichtig war, die Ordnung der Geschlechter, geschrieben hatte, das ist ungefähr zeitgleich mit der englischen Ausgabe von Gender Trouble erschienen. Ja. Also zumindest in diesem ersten Buch hatte sie Butler wahrscheinlich noch nicht rezipiert. Ich konnte das in der Eile jetzt nicht überprüfen, aber es wäre interessant. Und sie ist ja gerade eine von den Frauen gewesen, die genau nun diese soziale Kategorie von Gender ganz massiv unterstrichen haben. Später hat sie sich dann, wie wir alle im Übrigen, auch anderen Themen zugewandt. Also es ist ja erstaunlich, als Soziologin in Bern hat sie dann sich mit Banken beschäftigt und mit Arbeitsmarkt und mit ähnlichen Dingen. Und ich denke, dass sie also sehr gut das aufnehmen konnte, aber ihr eigentlich wesentlicher Beitrag ist das gewesen, eben die Ordnung der Geschlechter in dieser sozialen Distinktion eigentlich mit grundgelegt zu haben. Ja, etwas, was ich kritisch anmerken möchte zur gesamten Diskussion, das ist mein Problem von Anfang an damit gewesen, wie kämpft man für etwas, was es eigentlich nicht gibt? Also wenn wir uns theoretisch selbst abschaffen, dann werden wir Schwierigkeiten haben, einer breiteren Öffentlichkeit gegenüber klarzumachen, dass wir schon für etwas kämpfen, wo es sich lohnt zu kämpfen. Und ich glaube, man nimmt sich selbst ein bisschen Kampfesmut und Kampfeskraft, wenn man zu sehr poststrukturalistisch und postmodern alles nur noch fragmentiert. Aber das ist so mein persönlicher Zugang auch dazu, so spannend ich die Theoriedebatten finde. Ja, also ich könnte da vieles unterstreichen davon. Ich würde vielleicht nur einen Punkt herausheben. Also ich denke, eines der großen Verdienste von Judith Butler ist natürlich einfach die, sozusagen die Konstruktion auch von Körpern als sozialem Konstrukt gezeigt zu haben. Das ist, glaube ich, in dieser Form vorher nicht bewusst gewesen. Das ist das eine. Und das andere, du hast ja auch auf Möbius und den physiologischen Schwachsinn des Weibes verwiesen, das ist, glaube ich, wenn mich recht im Sinne, 1907. Was ich an diesen Debatten von Lacœur, Butler und Honegger andererseits so spannend gefunden habe, ist eben, dass sie eines destruiert haben. Jetzt spreche ich natürlich auch wieder als Medievistin. Es gab nämlich schon und es gibt natürlich auch, das muss man auch sagen, eigentlich bis zum heutigen Tag so ein bisschen die Vorstellung, die auch so die Zivilisationstheorie von Norbert Elias begleitet bis zum heutigen Tag, nämlich dort ist das dunkle Mittelalter, ne? Und dann wird es kontinuierlich besser bis hinein in unsere Gegenwart. Ja? Und das Gleiche gilt auch irgendwo sozusagen für die Frauengeschichte, also etwas trivialisiert. Und ich denke, das ist eigentlich durch diese Arbeiten einfach in Frage gestellt worden. Man sieht also sehr wohl, dass es ähnlich wie eben in der Zivilisationsdebatte, dass es einfach sozusagen Höhen und Tiefen, Wellentäler und Aufstiege gibt und dass eben auch die Geschichte der Frauen keineswegs eindimensional ist. Und wenn man an ein Phänomen denkt, das also immer sehr gerne dem finsteren Mittelalter zugeschrieben wird, nämlich die Hexenverfolgung, dann muss man einfach sagen, es ist sozusagen in meinen Augen eben wirklich die Kulmination von Misogynie in der frühen Neuzeit bis weit hinauf ins 18. Jahrhundert. Und das wird einfach sehr, sehr häufig vergessen. Ein Stichwort hast du geliefert, das finstere Mittelalter. Es war eine der frühesten Historikerinnen, Lucy Varga, die einen schönen Aufsatz geschrieben hat gegen diese Vorstellung vom finsteren Mittelalter. Die musste ich jetzt einfach in Erinnerung rufen. Ja. Vielen Dank. Ich gehe jetzt ins spätere Mittelalter und zu einer der großen Identifikationsfiguren, natürlich für auch uns alle als junge Wissenschaftlerinnen, eine absolute Neuentdeckung damals, nämlich Christine de Pizan. Von Christine de Pizan, die in der auch Forschungsgeschichte natürlich als eine der unerträglichen Blaustrümpfe der frühen Neuzeit sozusagen charakterisiert worden war und die man dann eigentlich erst so in den 80er, 90er Jahren wieder neu entdeckt hat. Von Christine de Pizan stammt also ein sehr schönes und für mich auch sehr berührendes Zitat. Sie schildert nämlich ihre eigene Bildungssituation und sagt eben dort, wäre es nach ihrer Mutter gegangen, so hätte sie nichts anderes als nähen und den Haushalt zu versorgen gelernt
Und derjenige, dem Sie sozusagen Ihre wissenschaftliche Bildung verdanke, das war also Ihr Vater. Das ist nun eine Situation, die man ja durchaus auch bei vielen Frauenbiografien weit hinein in die Neuzeit und sogar die Gegenwart beobachten kann. Meine Frage jetzt an Brigitte wäre einfach, du hast ja in deinen Untersuchungen ganz häufig die bildungspolitische Situation von Frauen im 18. und 19. Jahrhundert etwa fokussiert. Und wie weit lassen sich solche Perspektiven vergleichen, beziehungsweise inwieweit verändern sie sich möglicherweise auch durch die Institutionalisierung auch von weiblicher Bildung in Form von Mädchenschulen, höheren Töchterschulen, Frauengymnasien und so weiter? Ja, dass Frauen von ihren Vätern gefördert werden, ist eigentlich nicht überraschend, oder? Also ich habe, nachdem ich das von dir gelesen hatte, mir sind mir gleich mal eine Handvoll Frauen eingefallen, die wahrscheinlich Ähnliches gesagt hätten. Umgekehrt, meine frühfeministischen Nonnen, Klammer auf, die haben den Vätern umgekehrt vorgeworfen, dass sie sie ins Kloster gesteckt haben. Also es hat auch diese negative Seite der väterlichen Gewalt. Andererseits, es ist ja nicht zu überraschen, also Dorothea Erxleben fällt einem ein automatisch, wo der Vater unbedingt wollte, dass die Ärztin wird, und die Laura Bassi als erste Professorin im 18. Jahrhundert, auch der Vater und ein Freund des Hauses und die Männer. Natürlich, Männer fördern Frauen. Wie sollen denn Frauen Frauen fördern, die entsprechende Bildungsvoraussetzungen nicht hatten? Die Mutter hat halt das weitergegeben, was sie konnte, ja, und der Vater gab das weiter, was er konnte. Und die Frage, in welcher Beziehung jeweils die Töchter zu ihren Vätern stehen, ist ohnehin, also da müsste man mindestens eine zweite solche Veranstaltung haben und alle anderen mit einbeziehen, ist ein sehr spannendes und kompliziertes Thema, würde ich einmal sagen. Und gleichzeitig denke ich mir, dass mit diesem Abwerten des Weiblichen in dem, was die Mutter weitergibt, auch eine Art von internalisierter Verachtung gegenüber all diesen Dingen liegt, die als weiblich gelten. Und da wehre ich mich einfach dagegen, weil in einem Kuchen auch viel Chemie drinnen steckt, zum Beispiel. Also das ist immer wieder abgewertet worden, was Frauen können. Und es ist so ähnlich, wie heute alle aufs Gymnasium und an die Universität wollen, weil angeblich handwerkliche Berufe nicht so viel wert sind. Und das ist einfach nicht der Fall. Also dass diese Zucchini schneiden ist ein Beispiel. Ja? Also sich mit Dingen beschäftigen, die also mit Kinderküche, Keller und Ähnlichem zu tun haben, was die großen verachteten 3Ks gewesen sind, sollten einfach auch von uns nicht so abgewertet werden. Also das ist einmal eines, was ich fast als Credo im Laufe meines Lebens gelernt habe. Am Anfang war das auch anders. Da habe ich das Oberletzte gefunden, natürlich. Das ist ja klar. Aber das ändert sich im Laufe des Lebens. Und ja, was ist mit der institutionellen Mädchenbildung? Das hatten auch schon die Frauen vor 100 Jahren verstanden und gelegentlich auch die Männer. Die Frage ist, will man die gleiche Ausbildung für Mädchen oder will man eine andere Ausbildung für Mädchen? Und wir wissen alle, wie es ausgegangen ist. Jedenfalls im 19. Jahrhundert und im beginnenden 20. Jahrhundert ist es für eine spezielle Frauenausbildung ausgegangen. Und die Frauen, die gegenüber dem Gymnasium kritisch gewesen sind, und es waren durchaus prominente Frauen wie Rosa Mayreder oder Auguste Ficker, zum Teil sogar die Marianne Heinisch, die haben gesagt, lasst uns doch bitte schön dagegen auftreten, dass in diesen Staatsdrillanstalten, wie sie die Gymnasien sind, wo schon die Männer zu Staatskrüppeln verunstaltet werden, nun auch noch die Frauen hineinkommen. Durchgesetzt hat sich damals dann zunächst diese spezifische Frauenbildung, also höhere Töchterschulen mit Französisch und mit Klavierspielen und mit schöner Literatur und mit guter Konversation. Im 20. Jahrhundert hat sich dann durchgesetzt die gleiche Ausbildung. Also wir können mittlerweile, und das ist Gott sei Dank so erreicht worden,
dass also Frauen genau die gleiche Ausbildung und Mädchen genau die gleiche Ausbildung am Gymnasium haben. Also dieser Unterschied ist eben so im 20. Jahrhundert verschwunden und obsolet geworden. Das hat seine positive Seite. Das hat die negative Seite darin, dass über die Art und Weise der Bildung zwar immer noch heftig debattiert wird, also wir haben in Österreich eine Permanentbildungsdebatte, aber das, was damals als Kritik am Gymnasium vorgebracht wurde, ist vielfach vergessen und die vielen reformpädagogischen Ansätze der Zwischenkriegszeit, die sind auch vergessen und es gilt für beide Geschlechter zu überlegen, was ist denn wirklich eine sinnvolle Ausbildung. Dass sich unsere spezifischen Geschlechterrollen so lange gehalten haben, führe ich schon darauf zurück, dass diese besondere Art von weiblicher Ausbildung im Lyzeum und in den höheren Töchterschulen vor allem vom Frauenorden geleitet. Also ich habe unter den Studierenden immer wieder die vehementesten Feministinnen vorgefunden, die aus einer Klosterschule kamen. Das war erstaunlich. Also je radikaler und je kämpferischer, desto mehr Klosterschule im Hintergrund. Das ist also eine wirklich interessante Geschichte. Das perpetuiert natürlich eine bestimmte Art von, ja, so sozialisiert worden zu sein. Und umgekehrt hat man das wiederum nicht ernsthaft, jedenfalls nicht ernsthaft, für die männliche Jugend übertragen. Also mein Sohn hat zwar in der Volksschule stricken lernen müssen und häkeln, aber das waren 2 oder 3 Jahre und natürlich ist es in irgendeinen Winkel geflogen und er sitzt momentan an seiner Habilschrift und häkelt und strickt natürlich nicht mehr. Ja. Aber das ist auch sowas, das sind alles kreative Tätigkeiten. Und ich denke, dass wir weder handwerklich noch mit unseren Sinnen noch mit unserer Kreativität, du bist Musikerin, wo bleibt die musische zusätzliche Ausbildung an einem Gymnasium? Also das ist ein Wunderpunkt und da hat man damals nicht auf die Frauen und Männer gehört und jetzt wird viel geredet und es bleibt eigentlich dann alles beim Alten. Grundsätzlich denke ich, dass bestimmte Bereiche, und da halte ich es mit Paulin de la Barre, der schon im 17. Jahrhundert gesagt hat, der Geist hat kein Geschlecht. Darüber könnte man jetzt lange streiten. Es gibt bestimmte Bereiche wie Fragen nach Transzendenz oder worüber wir alles das letzte Mal schon gesprochen haben, wo nicht unbedingt vorrangig die Frage des Geschlechts entscheidend ist, obwohl sie dann wiederkehrt. So, wir hatten damals in unseren Kämpferjahren die Frage, da war eine Frau von der Veterinärmedizin da, die sagt, ja, was soll ich in meinem Fach mit geschlechterspezifischen Fragen, wenn ich Veterinärmedizinerin bin. Inzwischen haben auch die herausgefunden, dass es doch entsprechend auch veterinärmedizinisch frauenspezifische Aspekte gibt. Aber das ist immer gut abzuwägen. Einerseits auf jeden Fall die gleichen Voraussetzungen und auf jeden Fall die gleichen Möglichkeiten und auch der Respekt vor gleichen Begabungen. Und gleichzeitig denke ich, dass eben auch die abgewerteten Bereiche viel mehr Raum gewinnen müssten in einer künftigen Ausbildung für beide Geschlechter. Ja. Und ja, ein letztes vielleicht noch. Wir haben damals gesagt, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wenn wir an der Uni Karriere machen wollen, dann müssen wir zuerst einmal lernen, wie es die Männer machen. Und dann müssen wir das schleunigst wieder verlernen und müssen das einbringen, was wir einzubringen haben. Und es ist auf jeden Fall mehr, als die Männer können. Entschuldigung, ich entschuldige mich für diesen Frühfeminismus bei mir, bei allen anwesenden Männern. Aber ein bisschen Körnchen Wahrheit ist vielleicht doch dran. Nämlich, dass es darauf ankommt, auch viel mehr im Team zu arbeiten. Und das können Männer natürlich auch, das ist klar, aber dass man es laut sagt, dass es flache Hierarchien gibt, dass man von Studierenden lernen kann, dass man Kooperation über Konkurrenz stellt. Es ist ja für die Männer nicht gut, wenn Konkurrenz über Kooperation steht. Ja, und alle diese Dinge brauche ich ja jetzt nicht im Einzelnen ausführen. Und Gott sei Dank gibt es ja auch Männer, die auf dem ähnlichen Strang Gott sei Dank ziehen. Aber das war einfach auch sehr viel anders. Also als ich zu studieren angefangen habe, ist es ein Klima von Konkurrenz gewesen, das Angst erzeugt. Und Angst ist allemal das Schlechteste, was man Studierenden auch bieten kann. Ja, also da könnten wir jetzt ganz, ganz lang weiterreden. Also ich sage vielleicht 2 Dinge dazu. Also was die Klosterschulen angeht, weiß ich nicht, ob sie eins der schönsten, es ist sehr kurz, ich kann es Ihnen zur Lektüre heiß empfehlen,
Es gibt einen quasi autobiografischen Kurzroman von der berühmten österreichischen Autorin Barbara Frischmuth und der heißt Die Klosterschule. Und innerhalb, da schildert sie also sozusagen ihre eigene Jugend in den 50er, End-50er Jahren eben in einer Klosterschule. Und da gibt es auch ein sehr schönes Kapitel darin, das heißt die Anstandsstunde. Und da kommen dann also natürlich persifliert, aber in dieser Art und Weise schon, glaube ich, sehr schön zugespitzt, Fragen oder Anweisungen an die junge, demnächst das Kloster verlassende Frau, wie sie also etwa auch mit einem jungen Mann sich zum ersten Mal treffen soll. Und eine der entscheidenden Hinweise in diesem Kontext ist also, stelle ihm die Fragen, von denen du annimmst, dass er sie beantworten kann. Ich liebe diese wunderbare Erinnerung. Ein anderes sehr schönes Beispiel ist vielleicht, also du hast ja die Frage der gemeinsamen Ausbildung auch erwähnt. Wir waren ja beide auch unter Umständen mal tätig in bestimmten politischen Einrichtungen und ich entsinne mich noch an eine verzweifelte Situation, als wir also quasi über Koedukation gesprochen haben. Und für uns war natürlich klar, Koedukation meint die Infragestellung von Koedukation und ob es nicht unter Umständen für Mädchen durchaus besser sein kann, in bestimmten Bereichen eben sozusagen alleine und ohne die Jungs ausgebildet zu werden. Und dann sagte der dafür zuständige Sekretär des Landeshauptmanns völlig verzweifelt, aber meine Damen, ich bitte Sie, die Koedukation haben wir schon lange durchgeführt. Also das war vielleicht auch so für die Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen ein sehr schönes Beispiel. Ja. Ich würde vielleicht jetzt noch einmal zu einem Bereich gehen, der für mich in meinen Wissenschaftsthematiken eine große Rolle gespielt hat in den letzten Jahren und wo ich so bei der Durchsicht dann gedacht habe, ich finde ihn jetzt bei dir nicht und wollte es sozusagen nach grundsätzlicher Skepsis oder auch danach einfach fragen, inwieweit du dich damit auseinandergesetzt hast. Das ist der Bereich der Emotionalitätsforschung. Der kommt natürlich auch so ein bisschen aus der Genderforschung heraus. Emotionalitätsforschung, da hätten wir natürlich in den 80er Jahren sofort eine auf den Deckel bekommen. Das ist ganz undenkbar, also typisch wieder Frauen, dass sie so ein Thema aufgreifen. Aber es ist mittlerweile doch ein sehr etablierter Bereich. Also einfach die Frage der Historisierung von Gefühlen. Ich erinnere an das berühmte Buch von Ute Frewer über das Duell, das die Ehrenmänner und natürlich auch diese Konfiguration von Männlichkeit und emotionaler Männlichkeit, männlicher Hegemonialität vielleicht auch, die damit im Zusammenhang steht. Frage einfach an dich, wie stehst du dazu? Spielt das eine Rolle für dich oder ist es eher so ein Bereich, wo du sagst, ist mir vielleicht auch zu wenig handgreiflich, zu wenig belegbar und insofern etwas zu wenig wissenschaftlich anführungsstrichen? Würde ich nicht sagen. Ich verfolge das, was sich da jetzt inzwischen auch institutionell zu entwickeln beginnt, eben gerade auch am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, das ist jetzt ein großes Internetportal für Emotionalitätsforschung. Also ich verfolge das mit Sympathie, denke mir, ich habe das wahrscheinlich zu wenig für mich selber explizit zum Thema gemacht. Die von dir erwähnte Ute Frewart war bei uns im Rahmen des politischen, also des internationalen Graduiertenkollegs zur politischen Kommunikation und hat über den Ersten Weltkrieg geredet und da hat sie angefangen. Also das Fazit war, und sie hat damit nicht nur Lob geerntet, dass der Erste Weltkrieg letztlich hauptsächlich dadurch zu begründen ist, dass es um Ehrverletzungen und Beleidigungen und Kränkungen der handelnden Personen gegangen ist, also letztlich verletzte Eitelkeiten. Und in der Diskussion war das dann sehr massiv und es war ja ein bisschen schwierig zu argumentieren mit diesen Gefühlen, weil da bald einmal die Quellen ausgehen. Ich bin dann in mich gegangen, nachdem ich von dir das gehört hatte, ob das jetzt wirklich bei meinen Sachen überhaupt nicht vorkommt. Und ich würde sagen, eher implizit als explizit. Und ein paar Beispiele sind mir eingefallen. Also meine Statthalter in Lombardo-Venetien, ich habe ihre Sprache untersucht, wie sie über die Italiener reden. Und da gab es zum Beispiel einen Statthalter namens Hartig, aber der Name spielt keine Rolle.
der die Parole nach Wien geschickt hat. Also hier in Italien ist es so, wenn man mit den Italienern auskommen will, müsse man sich an die Maxime halten, si vis amari ama. Also wenn du geliebt werden willst, dann liebe. Und er war einer der beliebtesten Statthalter und hat also auch sehr viel dort erreicht. Das heißt, die Art und Weise, wie Statthalter ihren Untergebenen gegenübertreten, hat natürlich auch was mit Gefühlen zu tun. Es gibt Gegenbeispiele, wo einer nach Wien berichtet, ja, die und die sind ja recht artig, aber die anderen wissen überhaupt nicht, wie sie sich benehmen sollen. Und da ist der herablassende Ton auch wieder sehr deutlich zu hören. Und ich habe in dieser Habilschrift über diese Sachen relativ ausführlich auch geschrieben. Er hat damals, also wann ist die erschienen, 93, zur Folge gehabt, dass einige Rezensenten geschrieben haben, ja, an sich eine sehr solide und interessante und originelle Arbeit, aber diese Ergüsse, die sie da hat über das, was die so verschieden denken und fühlen, das hätte sie sich eigentlich schenken können. Also das war damals sicherlich überhaupt nicht in. Wo ich es auch noch ein bisschen problematisiert habe, was man sehr viel leichter mit Bildern erreichen kann. Also es gibt zum Beispiel für die österreichische Geschichte jetzt paradigmatisch das Bild eines Rentmeisters, der an einem Tisch sitzt und mit der Faust auf ein paar Gulden zeigt, und daneben sitzt ein unterwürfiger Bauer, der also diese Gulden aus seinem Sack holt. Und wenn ich das jetzt historisch beschreibe in der üblichen Manier, dann ist Rentmeister X verlangt vom Bauern Y 35 Gulden als Jahresrente oder ähnliches. Und das Bild sagt sofort sehr viel mehr über die auch gefühlsmäßige Beziehung, also erstens über die Beziehung, der eine oben, der andere unten, die Unterwürfigkeit des einen, die Überheblichkeit des anderen, die Stimmung, die da ist, das Verhältnis zwischen den beiden und die gedrückte Lage, in der sich der Bauch befindet, aus, als wenn ich nur diesen einen Satz sage. So gesehen denke ich, dass man gerade diese Dinge viel stärker noch mit dem sogenannten Iconic Turn verbinden müsste, der bei uns in der Geschichte eine große Rolle gespielt hat. Also dieses Nutzen von Bildern als historische Dokumente sehr viel mehr, als das lange Zeit der Fall gewesen ist. Und ich glaube, dass es auch in dem Fall dann sehr viel mehr Anknüpfungspunkte und Ähnlichkeiten dazu geben würde. Was mich sehr beeindruckt hat, allerdings habe ich das mehr oder weniger als Hobby nebenbei betrieben, war das Studium von Niklas Luhmann, Liebe als Code. Und wenn man das jetzt wieder rückbindet auf diese Geschlechterdifferenzfrage, dem glaube ich, dass tatsächlich, der hat das aus den literarischen Quellen eindeutig wirklich nachvollziehbar destilliert, dass die romantische Liebe etwas ist, was quasi als Kontingenzbewältigung der Moderne im Übergang 18. bis 19. Jahrhundert erst herbeigeredet wurde oder konstruiert wurde, wie man es postmodern nennen würde. Also so gesehen ist das ja auch nicht ganz neu. Also gerade Luhmann, ich weiß nicht, wann das Buch erschienen ist, Liebe als Code. Aber und wenn Thomas Lacœur hier diesen Bruch sieht zwischen 18. und 19. Jahrhundert, wenn man das beziehen würde auf den Luhmann und Liebe als Code, ist vielleicht sogar ein bisschen was dran, dass da ein entscheidender Wandel in dieser Zeit jedenfalls passiert. Also ich bin sehr dafür, bin aber selber zumindest explizit auf diesem Feld nicht wirklich tiefer eingedrungen. Aber ich lasse mich gern von dir eines Besseren belehren. Gar nicht. Ich würde vielleicht gerade noch mal ganz kurz auf Niklas Luhmann zurückkommen. Das ist ja eben das Spannende für uns Medievisten natürlich. Und etwas, also das ist jetzt kein Vorwurf, aber etwas, was ich so ein bisschen als Gefahr am Horizont sehe. Sie wissen ja, dass das Mittelalter in den Disziplinen immer so ein bisschen mehr eine Randstellung einnimmt. Und das, was Niklas Luhmann für das 17. Jahrhundert vor allem behauptet, sage ich, können wir Medievisten ganz locker für das 12. Jahrhundert glaubhaft machen. Wenn Sie an die großen Romane zu Tristan und Isolde und eben diese Urhebung des Mythos der romantischen Liebe denken, dann passiert das wirklich in dieser, die Historiker sagen ja auch nicht zu Unrecht, dazu Achsenzeit, nämlich im 12., 13. Jahrhundert. Ja, und das ist eigentlich eine ganz, ganz spannende Geschichte. Also insofern kein Plädoyer für das immer Gleiche, sehr wohl für die Historisierung von Gefühlen, das ist mir ganz, ganz wichtig, aber eben auch doch durchaus ein Plädoyer auch von meiner Seite dafür, dass es sozusagen eine wichtige
Komponente ist, die wir, über die wir früher auch natürlich nicht in der Form nachgedacht haben. Eine andere Kategorie, über die gerade du sehr viel geschrieben und gearbeitet hast, die aber auch für mich sehr wichtig war als begriffliches Inszenario, war die Frage von Öffentlichkeit und Privatheit. Und du hast es ja sehr schön auch beschrieben, dass diese Polarisierung männlich ist gleich öffentlich, weiblich ist gleich privat, also auch natürlich für die frühe Neuzeit oder das 18. Jahrhundert dann in der Form überhaupt nicht aufgeht. Ich persönlich würde das auch vom Mittelalter her unterstreichen können. Ich frage mich aber auch, inwieweit hier bestimmte ständische Kategorien eben eine Rolle spielen. Also die Frage, inwieweit eben adelige Lebensformen, etwa auch für Frauen, von vornherein einen Ausschnitt von Öffentlichkeit vorgesehen haben, der dann vielleicht auch vom Bürgertum, also ich sage jetzt mal im Sinne von städtischen Eliten etwa, übernommen wird. Mhm. Ja, also prinzipiell ist dazu zu sagen, dass ich das schon für eine Erfindung einer bestimmten bürgerlichen Ideologie halte. Also die starke Polarisierung und die jeweilige Zuschreibung zu Männern und Frauen hängt sicherlich mit der Unterscheidung auch zwischen privatem und öffentlichem Recht zusammen, wo sie ja gerechtfertigt ist. Und es hält nirgendwo, ja, es hält nirgendwo, weil es weder für die bäuerlichen Lebenswelten passt, noch für die adeligen Lebenswelten, nicht einmal für die bürgerlichen, höchstens noch für diese kleine Schicht von Juristen, die letzten Endes das ABGB sich auch ausgedacht haben. Also auch Dienstbotenknechte oder wie auch immer, es sind beide Geschlechter beiden Kategorien zuzuordnen. Ich versuche es jetzt ein bisschen kurz zu fassen, weil wir relativ zeitlich, glaube ich, schon sehr weit sind. Und natürlich haben Frauen in ihrem Adelsstand öffentliche Aufgaben allein durch die Führung einer Grundherrschaft zum Beispiel wahrgenommen. Es ist hier in Tirol das schöne Beispiel der Kropfeten Liesel, die im Grunde eine Art Landeshauptmann fast gewesen ist und ihren Bruder hier vertreten hat und sämtliche öffentlichen Aufgaben wahrgenommen hat, nämlich die Elisabeth, diese Schwester von Josef II. Oder wie privat ist eine Äbtissin, wir haben gemeinsam ein Buch über Frauenklöster im Alpenraum herausgebracht, also eine Äbtissin mit Landstandschaft. Also da spielt es einfach keine Rolle in diesem Sinne und es ist eine Öffentlichkeit, die einfach anders definiert ist. Ich halte es nämlich als Konstrukt nicht einmal für die kleine Schicht von bürgerlicher Lebenswelt für realitätskonform, sondern es entspricht eigentlich nur dem Denken dieser bürgerlichen Schicht. Also es ist eine Art bürgerliche Idealvorstellung, denn schon bei Handwerksmeisterinnen oder Händlerinnen oder Kaufleuten oder wie auch immer passt es eigentlich nicht mehr. Umgekehrt, das ist mir auch noch eingefallen beim Überlegen über diesen Punkt, ich habe gerade vor kurzem mich mit frühneuzeitlichen Drucken zu männlichen und weiblichen Geschlechterrollen mit dem Thema verkehrte Welt auseinandergesetzt und hier gibt es diese Unterscheidung eben auch schon, das hat mich überrascht. Und zwar der Mann, der eben der verkehrten Welt angehört, wenn er am Spinnrocken sitzt. Ja, das ist also total verkehrt. Und die Frau umgekehrt, wenn sie mit der Waffe in der Hand kämpfen geht. Und beides wird banalisiert und ridikulisiert. Also es ist lächerlich, wenn diese Sphären irgendwie verwechselt werden. Das heißt, so eine längere Tradition muss es schon gegeben haben, zwischen drinnen und draußen, würde ich einmal sagen. Und nicht öffentlich und privat. Und erst in Verbindung mit den bürgerlichen Geschlechterrollen ist es dann so stark polarisiert worden und hat sich im 19. Jahrhundert sicherlich wirkmächtig ausgeübt. Diskursiv, würde ich sagen. Das ist ein Paradebeispiel dafür, dass sich diskursive Prozesse dann auf die Lebenswirklichkeit ausüben. Und interessant ist, dass es genau zu dem Zeitpunkt passiert, wo Frauen immer mehr letztlich um ihre Rechte anfangen zu kämpfen. Das in aller Kürze jetzt ja, dazu. Ja. Herzlichen Dank. Ich würde sagen, bei diesem einen dieser Lieblingsthemen von Brigitte Mazol sollten wir jetzt abbrechen, damit noch Platz bleibt für die Diskussion. Wir planen ja nicht nur, dass wir die Aufnahme dieser Gespräche ins Netz stellen, sondern wir planen auch eine kleine Buchpublikation. Und da werden dann die restlichen beiden Fragen, die für jetzt noch geplant gewesen wären, auf jeden Fall aufscheinen als Fragen und auch mit den entsprechenden Antworten. Da kann man es dann sehr gut nachlesen.
Dann bedanke ich mich bei euch beiden ganz herzlich für dieses intensive wissenschaftliche Gespräch, das über ganz viele Bereiche ging, sowohl im theoretischen als auch in der Umsetzung dann im Bereich der Geschichtswissenschaften. Ich bedanke mich bei Ihnen allen heute fürs Kommen, fürs Mitdenken, Mitdiskutieren und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Thank you.